Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains of World 2. Und ich habe ein Video aufgenommen und habe dabei gesehen, dass wir hier bei der Superbahn eine Einführung haben von der 423. Ist das nicht klasse? Ist das nicht genial? Wir machen die Einführung Baureihe 423. Ihr kriegt natürlich aber auch um 18 Uhr dann die erste Fahrt, die ihr gesehen habt, die ich jetzt ja schon abgeschlossen habe, auch nochmal geliefert. Expansion Pack. Ob das jetzt dringend nötig war, nochmal die 423 hier zu erklären, weiß ich nicht. Aber wir machen's. Ich bin da ja rigoros, das wisst ihr ja. Das erzähle ich auch, glaube ich, in jeder Einführung inzwischen. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Heute werden Sie durch den Betrieb des elektrischen Triebwagens BR423 in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. Ist es nicht großartig? In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, wenn wir bereit sind. Noch sind wir nicht bereit. Erstmal wird hier ein Picture gemacht. Und dann sind wir bereit. Und dann wollen wir mal einsteigen in den Hobel. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Wir müssen die Batterie einschalten. Oh, muss ich gedrückt halten, ne? Jetzt haben wir Spannung. Jetzt müssen wir das Führerpult aktivieren. Die Spitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Fernlicht gehen muss, aber egal. Dieser Zug nutzt einen Stromabnehmer, um Energie aus der Oberleitung zu ziehen. Er muss angehoben werden. Der Zug ist bereit, unter Spannung gesetzt zu werden. Dies wird durch den Hauptschalter gesteuert. Hat jemand von euch so ein Ladekabel schon mal gesehen oder noch in Erinnerung? Die sind doch schon, das ist doch Vorkriegsniveau. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, ja, mit einem Bahnsteig. Bin mal gespannt, wie lange das Ganze hier geht. Oh nee, ey. 11 Euro. Na, immerhin haben wir eine Einführung bekommen für das Gerät. Oh Mann. Ihr merkt so ein bisschen die Frustration für dieses Expansion Pack, die sich bei mir wirklich breit macht. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Ich finde das alles schon gar nicht mehr als witzig eigentlich. Ja, habe ich doch gemacht. Doof. Und dann ist noch ein Fehler drin. Glaubt das doch alles nicht. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Na, dann fahren wir mal los. 24 km/h sollen wir erstmal erreichen. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Ja, fahren wir zum Hansaring. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich hoffe, das wird keine so 5-Minuten-Nummer, aber Triebfahrzeuge sind tatsächlich so einfach aufzurüsten, also die Triebzüge. Um zu verlangsamen, bewegen Sie den Kombihebel in den Bremsbereich. Dann sind wir am Hansaring. Oh weh. Kann das alles nicht mehr. Komm mit dem Druck nicht klar. Mal einparken, bitte. Öffnen Sie die Türen. Sehr gerne. Und das war's denn. Ja, wir fahren sogar noch nach Ehrenfeld. Das ist ja fast schon Szenario hier. Mal gucken, was da unterwegs noch passiert. Lösen wir die Bremsen schon mal.
dann würde ich sagen nach Ehrenfeld. Da ein kleiner Tipp, hier vorne kommt gleich eine Weiche. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Da vorne kommt gleich eine Weiche, wo man kurz nur 50 fahren darf. Und jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen, was mir aufgefallen ist, nämlich hier. Schau ich das an hier. Wir haben ein Stellwerk abgerissen. Stellwerk kaputt. Na komm, fahren wir nach Ehrenfeld. Hier ist jetzt gleich mal kurz 50 auf einer Weiche. Müsst ihr echt aufpassen. Also da genau, jetzt habt ihr kurz 50 oder 60, ohne dass es irgendwie angekündigt wurde oder so. Weil, merkwürdig. So, eine 70, die zählt aber nur, wenn wir nach rechts abbiegen. Nicht links, andere links. Wir biegen nach links ab, also haben wir die 70 nicht zu beachten, können wir weiter 80 fahren. So, halt erwarten. Gucken wir mal, wo das Hauptsignal sich versteckt. Irgendwo müsste es ja kommen. Er wird auf jeden Fall noch vor dem Bahnsteig sein, weil Köln-Ehrenfeld 1,9 Kilometer noch weg ist. Da unten sehe ich auch schon ein bisschen was Rotes leuchten. Das Signal ist nicht für uns. Na, da unten haben wir halt erwarten, wenn ich das richtig sehe. Zur Not können wir immer noch bremsen. Geben wir nochmal Gas, das ist eindeutig halt erwarten. Ein gelbes Licht. Im verkürzten Bremsweg. Ah, es wird am Bahnsteigende stehen, oder? Was sind die Außensignale der Gegenrichtung? Ja, lassen wir mal rollen mit 50. Ich hoffe, dass DTG nicht auf die Idee kommt, jetzt jede zweite Woche so einen Expansion-Scheiß rauszuhauen. Vorstellbar wäre es. Oh, Köln-Ehrenfeld. Machen wir die Türen auf. Haben wir alleine hingekriegt. Kein Problem. 423 kennen wir ja noch nicht. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, dann haben wir die Einführung auch geschafft. Ach, was soll ich dazu sagen, Leute? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann gerne Kommentare da lassen, beantworten. Nicht Daumen hoch nicht vergessen, Discord reinkommen, Link ist in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns um 18 Uhr und dann werden wir die 423 nochmal in der Journey-Fahrt, also im Szenario, auf Tauglichkeit für Köln-Aachen überprüfen. Ich weiß jetzt natürlich in diesem Moment schon, was passiert ist. Ich habe das Szenario jetzt schon fertig aufgenommen, habe da erst gesehen, dass wir die 423 nochmal haben. Naja, wie dem auch sei. 18 Uhr, einschalten, nicht vergessen, Glocke aktiviert ihr, dann kriegt ihr sogar eine Benachrichtigung und in dem Sinne, euch jetzt eingepflegt ist, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!